Sommer 1992. Florian ist damals 15 Jahre alt und über 2 Meter groß. Mit einem Freund macht er einen Motorradausflug. Auf einem Beschleunigungsstreifen passiert das Unglück. Der Fahrer des Motorrads fährt zu weit links, übersieht einen LKW, stürzt. Florian wird von einem 20-Tonnen-Laster überrollt. Eine Woche kämpfen die Ärzte um Florians Leben. Über 50 Mal muss er operiert werden. Seine Beine können sie nicht retten. Nach einer Woche künstlichem Koma muss der Vater seinem Sohn sagen, dass er nie wieder laufen wird. Sport hilft ihm wieder, Freude am Leben zu finden. Egal ob Kartfahren oder Jetski. Seine größte Leidenschaft aber wird das Handbiken. Auf diesem umgebauten Fahrrad feiert er seine größten sportlichen Erfolge. 2002 und 2003 wird er deutscher Meister. Und 2004 startet er sogar bei den Paralympics.